Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Okay, Ratch, ich bin hier und du hattest recht. Der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein. Mach keinen Quatsch. Hey, Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Auf die Space Needle klettern. Warte mal, was muss er machen? Oh, das war keine Absicht. Wie muss ich jetzt? Ja, grobe Idee gibt es. Grobe Idee ist da, aber die Ausführung ist noch nicht gut. Jawohl. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein, ich hab's dir ja gesagt hören, Reg. Ich will nur eine Antwort. Bist du also da irgendwie hoch, oder was? Also ganz hoch sind wir noch nicht. So, aber bald. Und da sind Leitern. Okay, dann sind wir hängen sogar schon an einer. Das ist immer gut. Dann klettern wir jetzt so hoch. Warte mal. Oh oh. Hatten die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt? Müssen wir irgendwie jetzt hoch, warte mal. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hoch? Nein! Okay, dann nehmen wir uns einfach so. Wir nehmen einfach das Kabel. Und jetzt geht's wie weiter? Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht so weit. Und nächstes Nein! Mal, lüg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas. Ah, super. Mehr. Ich muss wieder rund hoch. Ja, leck mich. Müssen wir wieder hoch. Hey,
Bin ich überhaupt hier richtig, dass ich da hochgehen kann? Oder soll ich, einen anderen Weg nehmen? Oh, übrigens, Betty lässt dich schön grüßen. Was? Wann hast du mit ihr geredet? Vorhin. Am Telefon. Und das sagst du mir erst jetzt? Ich hatte zu tun. Jetzt noch weiter hoch, oder was? Okay, da geht's nicht weiter. Auf die Space Needle klettern. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Schön wegpusten. Hallo, hier ist Betty. Wo steckst du? Oh, hi Betty. Ich bin an der Space Needle. Oh, na, dann melde ich mich später. Bring mir eine Postkarte mit. Okay, wenn der Souvenirladen auf hat. Tschüss, Betty. Mach's gut, Schatz. Bye, bye. So, wir hoffentlich kommen wir jetzt hier durch. Also schon. Okay, lieber nicht abstürzen. Nee, ist nicht so eine gute Idee, ne? Was für eine Wohltat für meine Augen. Ja. Dann gehen wir da jetzt rein. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Muss ich gerade mal ein bisschen hochziehen. Dann weiter nach oben. Mach weiter, du bist fast oben. So. Nur falls besiegt, nicht tot. Frage ist, hier rein komme ich nicht. Ach, hier war so. Reicht, jawohl. Entschuldigung. Okay, dann steche ich der Nadel mal das Auge aus. Und das hier hält wohl alles zusammen. Na gut. Was? Henker! Ach, shit. Dich kenne ich ja noch gar nicht. Ratsch, Mann. Wir haben hier oben eine Armee. Gut. Bist du da ja richtig. Oder die wollen bloß nicht, dass jemand mit ihrem Zeug spielt. Konzentrier dich, Delson. Siehst du eine Chance, die Kommunikation lahmzulegen? Ja, da ist so eine Ankerwinde. Die scheint alle Antennen zu halten. Nein! Das sind ein paar Leute. Komm her. Scheiße. So, der ist hops. Ich muss jetzt gerade ein bisschen orientieren. Schönes. Nein! Was sind das nicht mehr so viele?
glaube, den habe ich sogar noch mitgenommen, den Typen. Hops, Feind exekutiert. Ist natürlich nicht cool, wenn ich den jetzt runterschieße. So, wie viel haben wir denn noch? Ein paar haben wir noch, ne? Na, Mann! Wie krieg ich denn den Typen denn da down? Perfekt, also der Typ ist schon mal down, das ist das Wichtigste. Und ich habe auch, glaube ich, alle von den DOP-Typen. Ich glaube, so wird das nichts. Neue Kräfte haben noch niemals geschadet. So, das Kernrelais ist offen. Das wird absolut fantastisch! Und? Noch gar nicht so schlimm. So, ist das nicht besser? So. Ankerlicht. Und bye bye. Oder krieg ich's hin? Hallo, Science Center District. Kontakt verloren. Bye bye. Definitiv, und das wird wahrscheinlich die große Mission sein. Du weißt doch, was man sagt. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen abgefahrenen... Wer sagt das? Die Chinesen? Wunderbar. Hey, Reg. Siehst du das von da unten? Machst du Witze? Das kann man auch in Portland sehen. Das DOP soll wissen, dass ich hier bin. Wer zum Teufel ist das? Der war nicht bei den dreien, die geflohen sind. Nee, waren wir nicht.
Mission abgelaufen, abgeschlossen, Spießrutenlauf. So, wir können weiter Upgrades machen. Können wir auch nicht, haben nämlich keine Schirme. Was bedeutet dieses Symbol? Weiß nicht. Der Bannermann war schon weg, bevor die DUP-Verstärkung kam. Dalton, ich habe mich nach den entflohenen Bioterroristen umgehört. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Was zum Henker redest du da? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Und das klingt ja wohl echt mehr als lahm. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space Needle rumzutreiben. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder nur der Raucher? Hör zu. Ich versuche weiter, die entflohenen Bioterroristen zu finden. Leg du doch da noch ein paar DUP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Ziel von der Besatzung befreien. Verteilen sich die DUPs der Stadt Viertel für Viertel. Folgen Sie seinen Kontrolle, indem Sie Viertel nämlich für den abschließenden mobile Koordinatenzentralen zerstören, die DUP-Ausrüstung Befestigung zerstören, versteckte Kameras und Geheimagenten entdecken, verfolgte Drohnen zerstören und Energien ziehen. Inspirierende Kunstwerke sprühen. Komm mal. So, Kamera zerstört. So, du kommst wieder her, weil da oben ist nämlich wieder irgendwas. Wo ist der denn her? Da ist der. Okay. Hier machen wir nochmal kurz im Kleinholz. Das war klasse! Gut. Ja, mit R1 kann ich also die Fahrzeuge zerstören, das ist immer gut. Zu wissen. So. Wir spielen ja nicht mehr. Also die Dings. Sprühen wir hier ein bisschen.
So. Sehr gut. Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. Definitiv. Und dann mal die Schablonen kurz abge. Sehr, super. Datsun, ich habe eine Spur zu einem der Bioterroristen von dem Busunfall. Dann schieß mal los. Ich bin noch auf dem Revier. Ich kann nicht gut reden. Wir treffen uns vierte Ecke Vickers. Oh ja! Eindeutig viel besser! Den Rauch nehmen wir uns mal mit. Fühlt sich gut an. So, die Scherbe haben wir entzogen. Sehr gut. Damit haben wir eine Station weniger. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall bei Let's Play. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und dann räumen wir ein bisschen auf.